Herzlich willkommen, Freunde, zu einer ganz besonderen Ausgabe im Zeichen der Zeit. Intro ab. Ich glaube, das hängt irgendwie. Scheiße. Ich helfe mal nach. So, sorry nochmal für die technischen Schwierigkeiten gerade. Irgendwie hängt es immer wieder ein bisschen mit dem ganzen Mist hier. Aber das kriegen wir noch gebacken. Versprochen. So, jedenfalls, wir haben eine Sonderausgabe, liebe Freunde. Wir haben in diesem Vlog ganz, ganz viele Locations besucht. Kurz und knackig zusammengepackt, um sie euch zu zeigen. Das Ganze teilen wir auf zwei Teile auf. Wir befinden uns aktuell in einem kleinen Örtchen bei Dresden, in einem ehemaligen Ballsaal, errichtet roundabout dem 19. Jahrhundert. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die Zeit mit der Location gemacht hat. Ganz, ganz viel von oben gesehen. Wir sind jetzt einfach mal nach unten gegangen und haben uns dort noch ein bisschen umgesehen, was dort so zu finden ist oder zu finden war. Ganz, ganz wichtig finde ich diesen Raum hier, der auch damals als Stall funktioniert hat. Oder es gab auch noch eine Zeit, kleiner Tipp von mir, wenn ihr mal einen echten Kameramann sucht, denkt immer wie Schweine. Wo würde sich eine Sau verstecken? Hier, lieber Schotz, auch ich habe dich in so einer Location gefunden. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, mein Kameramann hasst mich gerade und wahrscheinlich, wenn in diesem Moment irgendwelche komischen Emoticons oder sonstige Videoeffekte auf mich eingeblendet und mich völlig dämlich dastehen zu lassen, wahrscheinlich habe ich es dann auch nicht verdient. Bevor es zur nächsten Location geht, hier ein kleiner Eindruck von oben. Viel Spaß! Somit sind wir auch schon in unserer zweiten Location. Jetzt kriegen wir es hin. Somit sind wir auch schon in unserer zweiten Location von unserer Sonderausgabe. In einem ehemaligen Gasthaus, das 1870 erbaut wurde. Wir haben noch ein paar weitere Facts über die Location. Die erzählen wir euch nach und nach zu den passenden Bildern dazu. Hier haben wir zum Beispiel einen Raum, wo wir ganz klar sehen, dass massig Bauschutt liegt. Wir haben ein bisschen recherchiert. Der Käufer dieser Location hat ganz, ganz viele Sanierungsprojekte immer am Laufen.
Dieses hier hat er leider irgendwann aufgegeben und legt jetzt quasi nur noch seinen Bauschutt hier in den Räumlichkeiten ab. Wir haben es dann doch tatsächlich geschafft, wir sind nicht eingebrochen. Wir befinden uns jetzt in dem ehemals Ballsaal des Gästehauses. Wir haben es vorhin ganz kurz angeschnitten, um die Jahrhundertwende, so 1900 rum, wurde aus der Gaststätte eben dieser Ballsaal gebaut. Hier hatten die Leute dann natürlich die Möglichkeit, ins Theater zu gehen, unterschiedliche Aufführungen sich anzusehen, die ganze Infrastruktur, das ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Bruttoinlandprodukt dieses Dorfes ist ein bisschen angestiegen durch diese Location, hat allerdings nicht ganz so lange angehalten. 1970 ungefähr wurde dann das Ganze wiederum umfunktioniert zu einem einfachen Möbellager. Und heute seht ihr ja selbst. Ja, das war die zweite Location, die wir euch heute zeigen wollten. In die Gasthäuser haben wir es leider nicht geschafft, weil das Gebäude einfach viel zu baufällig mittlerweile ist. Aber ich hoffe, euch haben die Eindrücke trotzdem gefallen und wir gehen jetzt weiter zum nächsten. Viel Spaß!